Union in Weiß-Rot. Wir sind in der 6. Minute. Das ist Kevin Behrens. Starke Bewegung, starker Abschluss von Kevin Behrens. War vermutlich abseits, Treffer hätte also nicht gezählt. Aber das war schon ein erstes Schmankerl vom neuen Nationalspieler. Nur wenige Momente später Eckball Dortmund. Und dann ist er auf einmal Füllkrug völlig blank und macht ihn im zweiten 1-0 Dortmunds. Wie sieht's mit einer Reaktion aus? Ecke, Trimmel, Kopfball, Gosens, abgefälscht, 1-1. Robin Gosens ist die Effektivität in Person. 8 Torschüsse hat der neue Unioner abgeliefert. 4 davon waren drin, das ist mal eine Quote. Bringt den Ball gut auf Alex Kral, Spiel gedreht. Alex Kral mit seinem ersten Saisontor lässt sich feiern, allerdings die Entscheidung wurde danach nochmal überprüft, hier das Tor zu geben. Also erstmal ist es super, wie Kral den Ball in die Maschen wuchtet, aber ist es vielleicht abseits? Jedenfalls so oder so. Noch bevor die Entscheidung feststand, musste Kral ausgewechselt werden, hatte sich verletzt und dann stand die Entscheidung fest. Patrick Ittrich nimmt den Treffer zurück. Wir sehen es hier nochmal mit der kalibrierten Linie, die wir nachgeliefert bekamen. Es ist hauchzart, aber Kral in der verbotenen Zone. Und auf der anderen Seite, nächster Freistoß. Reus, Füllkrug, 2-1. Ein Spiel von Standards geprägt, aber ihr habt den Pfiff gehört, hüben wie drüben, die Tore zurückgenommen. Niklas Füllkrug ist auch, so wie Alex Kral, einen Hauch in der verbotenen Zone. Halbe Stunde gespielt, das ist Geraldo Becker mit dem Abschluss, wird noch abgeblockt von Mats Hummels, bleibt eine Weile liegen. Gab zuerst nichts, aber dann meldete sich erneut der Kölner Keller. Wir sehen, Mats Hummels hält den Fuß drüber. Bastian Sankatz und Frederik Asmuth sagten zu Ittrich, schau dir das mal an. Das könnte eventuell was sein für einen Strafstoß. Und ja, je öfter man sieht, desto klarer wird's. Strafstoß, die richtige Entscheidung. Gelb für Mats Hummels gab es noch oben drauf. Und Leonardo Bonucci, der Routinier, der Abwehrchef, übernimmt die Verantwortung und fährt hier gerecht. 2-1 Union. Die Dortmunder kamen mit Macht, mit Wucht, mit Power aus der Kabine. Nico Schlotterbeck, aufgepasst. Rumsala, Ausgleich Dortmunds. Und mit diesem schnellen Ausgleich im Rücken die Dortmunder mit dem Konter. Und das ist der eingewechselte Brandt. Und das ist das 3:2. Wie sieht's die Reaktion von Union aus? Geraldo Becker sieht den eingewechselten Aaronson. Und bei Dortmund, da lief alles nach wie vor wie am Schnürchen. 71. Minute, Ryerson mit dem Abschluss. Gosens hält den Fuß rein, fälscht unhaltbar ab und dann steht's 4:2. Es waren die letzten offensiven Zuckungen dieser Partie. Mir geht's äußerst bescheiden. Ich glaube, mir geht's eher beschissen, weil ich mich so ein bisschen... Ich reg mich ein bisschen darüber auf, dass wir so aus der Halbzeit gekommen sind. Ich glaube, wir haben eine riesen erste Halbzeit gespielt. Waren unermüdlich, waren ekelig, hatten Dortmund aus dem Spiel genommen, haben sie deren Stärken beraubt und haben uns mit einem 2-1 Halbzeitstand belohnt. Haben dann in der Pause gesagt, dass wir unbedingt so weitermachen wollen, dass heute endlich Zeit ist, um dieses Ding endlich mal umzureißen, um einen Punkt oder drei mitzunehmen. Und dann ärgere ich mich so ein bisschen über die ersten 15 Minuten in der zweiten Halbzeit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, da haben wir genau das nicht gemacht, was uns auszeichnet. Wir waren ein bisschen schlapp, wir waren zu weit weg von den Männern. Natürlich passt zur Situation, dass dann Schlotti auch wieder so ein Wahnsinnstor schießt, brauchen wir nicht drüber reden. Müssen wir schlucken. Trotz alledem glaube ich, dass wir danach auch wieder versuchen müssen, uns zu belohnen, weitermachen, so wie in der ersten Halbzeit. Aber ich glaube, aktuell ist es dann vielleicht auch schwer, sich über diese Rückschläge, diese Nackenschläge, die immer wieder frontal auf einen zukommen, sich darüber hinwegzusetzen. Das ist nicht einfach, aber wir müssen es trotzdem versuchen. Wir müssen dranbleiben. Wir müssen jetzt auch nicht so tun, als wenn die Saison schon vorbei ist. Natürlich ist es scheiße, wir haben eine Ergebniskrise, aber halt auch nur eine Ergebniskrise. Weil vieles ist geil, vieles ist gut. Wir machen so viel richtig, nur wir müssen uns halt endlich verdammt nochmal belohnen dafür. Jetzt kommt die Länderspielpause. Zum richtigen Zeitpunkt oder vielleicht auch zu einem wichtigen Zeitpunkt. Was muss Union, was muss die Mannschaft danach tun, damit endlich wieder ein Punkt nach Berlin kommt?
Ja, ich glaube, die Länderspielpause kann jetzt goldrichtig auch sein, mal den Kopf leer machen. Die Jungs, die zur Nation müssen, können mal ein bisschen andere Luft schnuppern. Die Jungs, die da bleiben, haben ein paar Tage frei und können was mit ihren Familien machen oder mal was außerhalb des Fußballs machen. Das ist auch mal wichtig, das tut gut. Den Kopf leer machen, die Hirse mal auf Null resetten. Und dann müssen wir in 2 Wochen müssen wir wieder da sein. Und dann müssen wir vor allem da weitermachen, wo wir in der ersten Halbzeit aufgehört haben. Nämlich bei ganz viel Aufwand, beim ans Limit gehen, weil das zeichnet Union aus. Wir wissen, dass wir immer und immer wieder ans oder übers Limit gehen müssen, um Punkte mitzuholen. Und das müssen wir über 90 Minuten und nicht nur über 45 Minuten zeigen. Und da werden wir gegen Stuttgart weitermachen. Danke dir. Vielen Dank. Bax, so how are your feelings after the game? Yeah, shit. We lose again. But yeah, if you saw the second half, they had only the ball, and yeah, it was difficult. It was not easy to make it difficult for them, and here we are, and we lose again. So, what needs to happen next game? What needs to happen after the break that Union gets another 3 points? Yeah, we need to win. I think we need to stay together, and this is the only thing what is important. We need to stay together and just stay as one team. And yeah, we need to keep going. And yeah, we are now in a fucked up period. Now it's international break, and hopefully after the international break, we get a point again. Perfect. Thank you very much. Yes, welcome.